Jo, haben wir das Dach eingeschweißt. Dann wollten wir es löten. Mhm. Haben dann lieber Feierabend gemacht. Und haben uns nochmal überlegt, wie wir das Ganze machen. Ende vom Lied ist, wir waren der Meinung, dass man es mit der Flamme nicht vernünftig gelötet bekommt. Ja, also mit unserem Zusatz auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so. Ich habe halt Respekt davor, da so viel Temperatur reinzubringen. Mittlerweile haben mich bei Instagram aber viele auf so ein BMW-Werbevideo von damals oder Produktionsvideo verlinkt, wo man eindeutig die Flamme sieht, hatte ich dir auch geschickt. Das war allerdings hier hinten die Stelle, wo man auch sagen muss, das war hier so, weißt du, ja. Da so an der Stelle sind die so mit der Flamme dran, ne? Ja. Ich denke, ich bleibe trotzdem dabei, es wird so gemacht sein. Jetzt dürfen wir aber auch nicht vergessen, was auch noch ein schwieriger Punkt ist, dadurch, dass ihr die Dachhaut ja abgenommen habt, ist das natürlich hier auch schon ein bisschen mehr geschwächt als ein serienneues Blech. Das heißt, ich habe hier auch echt Respekt, dann immer wieder zu dengeln, zu hobeln, zu dengeln, zu hobeln. Das wird ja immer mehr Papier hier quasi an der Stelle. Ne? Also haben wir uns jetzt... Also mir haben auch einige geschickt, also man sieht das zum Beispiel auch bei Bentley, deswegen sind ja von hinten auch Löcher hinter, dass sie das gelötet haben und dann wirklich das Blech von innen so weit rausgeschlagen haben von innen, dass man immer wieder hobeln konnte und es wirklich am Ende eine glatte Fläche wird. Ne? Ist auch gut möglich, weil hier hinter sind so zwei Löcher, die sind so ein bisschen vergnadelt. Das könnte sein, dass da jemand gehobelt hat. Aber wie oft wollen wir das Spiel jetzt noch betreiben, weißt du, mit hobeln, schlagen, hobeln, schlagen. Am Ende geht es ja auch ein bisschen so um die Sicherheit. Ne? Ja, vor allem plus einfach, also bei jedem anderen Auto, haben wir es bisher so gemacht, Absatzkante, siehe alte Limo zum Beispiel, Absatzkante einfach durchgeschweißt, jetzt nicht eine Naht gezogen, sondern wirklich Punkt für Punkt für Punkt ein bisschen abkühlen lassen und so weiter und dann verschliffen und dann habe ich es damals sogar gestrahlt und habe es dann verzinnt. Mhm. So, 10 Jahre später, da kam rein gar nichts hoch und nichts, das hat auch funktioniert und das war so eine Fläche auf dem Seitenteil. Ne? Ja. So, jetzt macht es hier natürlich Sinn, den Kupfer-Silizium-Draht da zu nehmen, den habe ich einmal schnell bei Igor, ADB Schweißshop geordert, der ist jetzt hier schon drin. Der ist ein bisschen heller. Den, ganz wichtig, muss man schweißen mit Argon, also mit einem hochwertigen Gas, nicht einfach mit normalen Schutzgas. Und das Ganze ist ein bisschen weicher. Merkt man da einen Unterschied beim Schweißen, oder? Ja, es ist halt schon eher so ein Löten, also du siehst es schon richtig fließen. Also es ist, du baust nicht stumpf auf, sondern du siehst schon, dass es so... Also ist schon ein Unterschied. Ja, ist schon ein Unterschied. Ja, aber würdest du sagen, dass du schon auch das Blech anschmilzt oder meinst du, das Blech bleibt, wie es ist? Ja, doch, ich würde schon sagen, dass eine Gefügeveränderung stattfindet, glaube ich schon. Okay. Also müsste man mal zerreißen, um das sagen zu können. Also guck mal, als ich hier das hier mal so 1, 2, 3 Tests gemacht habe, da sind wir ja schon deutlich durchgebrannt teilweise. Also, ach so, ja klar, natürlich, ja. Ist ja komplett durch. Also mal mehr, mal weniger, aber da, wo genug Saft da ist, also brennt man genauso durch wie beim Schutzgasmackschweißen. Mhm. Denke ich schon, dass wir das Blech schaffen anzulösen, aber natürlich nicht so großflächig heiß machen wie mit dem Brenner. Aber für mein Gewissen, ich glaube, wir fahren einfach mit unseren Mitteln am besten, dass wir es jetzt mit diesem Zusatz schweißen, wenn es Schweißen ist, es kann auch Löten sein, hängt jetzt von der Temperatur drauf ab, dann einmal sauber schleifen, ein bisschen um die Beulen kümmern und dann einmal rüber zinnaffern. Das ist, glaube ich, definitiv die schönste Variante. Ja. Also werdet ihr auch nachher sehen, das wird richtig schön aussehen. Man wird eigentlich einfach gar nichts mehr sehen. Das wird einfach nur... Hier bellen, aber das war wahrscheinlich ihr beim Abnehmen, ne? Oder was diese beiden hier, die hier sind? Ich vermute mal, dass es hier noch ein bisschen hing und wir halt ein bisschen gelötet haben. Okay. Weil das ist ja so eine spitze Kante hier, das ist ja so typisch. Ich bin auf jeden Fall auch d'accord also, damit. Wenn die Limo keine Carbon-Seitenteile gekriegt hätte, hätten wir es ja 1:1 auch so gemacht beim zweiten Auto. Ja. Haben wir ja auch jetzt genau so gemacht, nur dass wir halt da Carbon ankleben. Ja. Also hier in dem Fall. Beim Audi haben wir das Metall gelassen, den Dachrahmen. So, und auch, mich haben auch ganz viele angeschrieben, dass sie natürlich die Reparaturlösung jetzt genauso machen würden. Sie würden es nicht mit einem harten Draht schweißen, sondern schon genauso löten, das auffüllen und abfallen. Testen wir. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht von hinten mit dem Endoskop reingucken können oder so oder reinfilmen können. Aber ich würde sagen, erstmal füllen wir die Naht auf, ein bisschen kühlen währenddessen. Ne? Los geht's. Nee, also das war jetzt der erste Schweißvorgang. Ne? Also das optisch sieht es natürlich nicht so schön aus wie eine andere Naht.
weil man ja aber auch sieht, dass das mit Absicht draufgelegt ist. Also ich finde schon, dass man sieht, dass das gar nicht richtig schmilzt. Ja, wir hätten sondern, sicherlich jetzt noch ein bisschen, vielleicht noch eine Stufe mehr. Ja, aber finde ich gar nicht, weil Sinn und Zweck ist es ja gerade, nicht alles zu verschmelzen, sondern einfach nur den Spalt aufzufüllen. Ne? Und wenn es halt fließen, aber sich nicht komplett schmelzen soll, dann geht das ja nur so. Ja. Dann kannst du es ja nur so auftragen. Und ich finde auch, was witzig ist, ich finde, man sieht selbst, wie der Rest drumherum warm wird. Selbst da siehst du ja diesen leichten Kupferschimmer drin. Ja. Schon witzig. Sowas, die Bäulchen mit dem Spotter, jetzt ja, erst einmal rüberschleifen? Ja, ich würde es erst, wir schleifen es erst fertig. Weil ich ahne, wenn wir es jetzt geschliffen haben, sieht man nochmal hier und da nochmal nachpunkten, dann nochmal schleifen und das machen wir dann relativ zum Schluss. Was auch ein Unterschied ist, also da, wo jetzt diese krassen Spritzer sind, das hat man schon ganz gut durch den Schirm gesehen, dass es halt definitiv auch noch altes Lot da ist. Ne? Mhm. Weil wir konnten jetzt natürlich nicht das ganze alte Lot machen. Interessant wird es jetzt gleich, wenn wir das runterschleifen, wie es dann da drunter so aussieht. Ne? Okay. Ja. Flex oder wie? Ja, irgendwie scharfe Scheibe hier, hast du hier was? Schweißvorgang Nummer 1 und hier sieht man jetzt schon so ein bisschen, in welche Richtung das gehen soll. Dass man übertrieben gesagt eigentlich weder noch Luft hat, also Luft im Sinne von, dass halt verfüllt quasi, dass, ja, dass es noch offen ist, als auch nichts. Hier ist allerdings, sieht man halt schon, dass das Blech so reingefallen ist, dass jetzt halt die Frage wäre, ob man es von innen ein bisschen rausklopft. Und ich will mal einmal gucken, was hier von innen eigentlich so geht, ehrlich gesagt. Krass. Also, hier sind zwei Löcher. Wir müssen aber ein paar... Alter Schwede, da habe ich noch ein Foto von. Dann zeige ich euch das mal. Also die Leute haben auf jeden Fall recht gehabt, dass von hinten gedengelt wurde. Weil... Das ist die Absatzkante von innen. Ja. Und da siehst du auf beiden Seiten, wie sie wirklich... Also nicht ein Hammerschlag, sondern gefühlt... Ja, immer wieder weiter. 50. Ja, ja. Also gefühlt 50 Schläge sind da drin. Dann sind gleich 100 drin. Ich würde sagen, wir testen das mal. Ja, aber ich würde jetzt schon einmal noch nachschweißen wollen. Oder würdest du es jetzt erst einmal rausschlagen? Also ich hätte jetzt einfach nur auf dem Bereich das so ein bisschen rausmassiert. Ja. Nur mal testen, vorsichtig. Und vielleicht die ganze Naht noch ein Atömchen raus. Die ganze Naht ist klar, aber hier müssen wir erstmal noch nachschweißen. Genau. Ne? Die Chef, ja, gut, jetzt nee, mach mal. Du kannst auch eine Naht drauflegen erstmal. Nee, dann wird es noch weiter auf. Dann verfüllen wir das, was wir jetzt halt rausdengeln wollen. Von der Theorie her müssen wir ja auf der Kante schlagen, damit man sich bildlich vorstellt, wo jetzt gerade die Absatzkante ist. Also genau an der Kante von der Absatzkante müssen wir ja schlagen. Geiles Deutsch, an der Kante von der Absatzkante. Hi! Was machen Sachen? Hier hat der Schleifer. Ach so, ja, ein bisschen sieht man das so. Da trägt er halt nicht und da oben trägt er wieder. Das ist ja genau das, was eingefallen ist, genau. Also, um das zu sehen, müssen die auf jeden Fall eine Kopflampe gehabt haben. Ja gut, die haben wahrscheinlich 300 Autos am Tag gebaut. Ne? Noch sehe ich nicht. Müsste eigentlich an der Stelle sein, wo es zu tief ist gerade. Ja, ich sehe halt nicht, wie weit vorne oder hinten du bist. Hier würde ich sagen. Aber ich denke, das wird ziemlich stabil sein. Also da wirst du schon ganz schön eingehen müssen. Weil ich merke so beim, wenn ich so gehe, merke ich, wie ich an die Absatzkante rankomme. Ist das hier irgendwas? Das sieht echt nicht zu. Ja, es ist schon, warte mal, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen hochgekommen ist. Ja. Aber es ist nicht doller. Also muss noch viel weiter. Ich denke mal. Ja, da bist du. Okay. Geh mal weiter runter. Ja, noch weiter. Das ist viel. Ich bin jetzt erstmal nur vorsichtig. Ne? Also nee, ich würde die nicht ganz raus, also dass wir erstmal das, ob man da überhaupt was sieht, dass da irgendwas kommt oder nicht. Also ich will es jetzt auch nicht durchschlagen oder so, ne? Also einfacher wäre es, wenn du es tiefer erstmal probierst.
tiefer heißt eher nach hier hin. Nach hier hin. Wie weit? Also die Naht geht ja bis. Also müssen komplett hoch. Aber dann logischerweise hier auf die Naht. Der Naht entlang, ja. Der Rest wird ja mit hochkommen. Ja. Die haben es schon mit Absicht so gemacht. So, also wo hättest du gerne? Also ich sag mal so, 2 Zentimeter von unten waren wir gerade schon auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen tiefer und höher halt noch viel weiter. Also selbst wenn du jetzt mittig erstmal weitermachst. Ja, da ist genau aber der Blechstreich inzwischen. Ah. Also da sind nur die 2 Löcher, weißt du? Aber egal, wir wollen ja nur den Leuten zeigen, ob das geht. Ich mach mal unten ein bisschen weiter. Man das auf der Kamera, Nico? Also da hat er gerade jetzt gehauen und hier trägt der Hobel jetzt auch. Aber jetzt ist halt davor und dahinter immer noch zu tief. Also davor komme ich. Also nur durchs Display sehe ich ehrlich gesagt gar keine Veränderung irgendwo. Hm, vielleicht eher ein Frontteil auch. Sieht man diesen Frontteil? Ja, doch, den sieht man aber. Ja, doch, jetzt sehe ich was. Hier zu. Ja, das würde ich mit dem Spotarm machen. Ja, sie müssen die ganze Naht halt noch weiter hoch. Unten würde ich es jetzt tatsächlich erstmal so lassen, die Naht. Okay, das heißt, ich arbeite jetzt mal ans Maximum der Gefühle. Warte mal, wir müssen weiter auf die Naht. Also, das ist nach oben hin jetzt gut, den Rest mache ich mit dem Spotarm. Du musst jetzt aber tiefer. Okay. Gleiche Stelle? Gleiche Stelle. Aber nicht ganz so doll, mach mal ein bisschen weniger. Ja, noch tiefer. Tiefer! Jetzt müssten wir auf der gleichen Höhe nochmal in das andere Loch. Also in das da unter. Aber sieht jetzt schon in Summe ganz gut aus. Da ist ein bisschen Luft zwischen. Ah. Und durch, oder? Ah, passiert. Ja, also das Problem ist halt, man hat halt ein Loch und ich kann halt gerade schlagen. In dem Moment, wenn ich leicht so durch das Loch schlage, rutscht du natürlich beim Schlagen von der Kante runter. Oh, ja. Kenn ich. Leicht pervers aus, aber auf jeden Fall. Nee, ich weiß, was du meinst. Wenn ich so und irgendwann machst du halt, zack. Ich kann aber theoretisch das Gegenhalten von hinten und du klopfst da mal ganz leicht drauf. Noch mit dem Spotter machen. Das heißt, wir müssten jetzt mal höher rutschen. Das heißt, definiere höher. Also die Naht weiter hoch. Aber schon auf der Naht. Auf der Naht, ja. Das ist ich weiß jetzt halt nicht, warte mal erstmal. Sieht jetzt alles in Summe schon gar nicht so schlecht aus. Also wir müssten jetzt halt, Rest können wir mit dem Spotter gleich machen, halt noch viel weiter zur Heckscheibe hin, ne? Ja, da habe ich aber Luft. Ich bin aktuell noch gerade. Auf der Naht oder ja, der Naht? Hier ist ja diese Kampfader, die eher unter der Naht ist. Warte mal, ich mache erstmal auf der Naht. Ja. Kann mal versuchen, die ein bisschen also rein zu massieren. Warte mal, hier zum Beispiel. Weiter zur Heckscheibe hin. Ein bisschen tiefer. Ja, weiter zur Heckscheibe. Ja, ruhig auch gar nicht mehr doller, das reicht so. Ja, ich muss immer erstmal gucken, wo ich bin. Ja, ich weiß auch, warum die einen runden Treiber nehmen. Weil ich logischerweise. Diese Ecken nicht ja, genau. Sobald ich ganz bisschen schräg bin, haue ich logischerweise so. Da wäre es schon cooler. Boah, ehrlich gesagt, können wir jetzt erstmal. Du könntest einmal reinfilmen. Also, es geht gerade um die Löcher hier. So, da schlage ich die ganze Zeit durch.
So, also hier hinter ist genau die Naht. Und jetzt seht ihr ja, so wäre schön, aber wenn ich hier oder hier oder da, ist halt nicht so easy. Mhm. Ich habe Angst, dass du jetzt zu hoch schlägst, weil oben sind wir schon gut. Boah, war krass, ja. Genau, aber der passt jetzt von der Höhe her. Jetzt ist der Rest halt noch zu tief. Mhm. Weißt du, das könnte man jetzt gleich mit dem Spotter alles machen. Okay, aber eigentlich müssen wir also von der Außenkante... 2 cm, 2,5. Mhm. Also hier, der kessische Daumen war noch 25 mm, oder nicht? Ja. Kessischer Daumen. Eine Elle, eine Speiche, ein kessischer Daumen. Weil ehrlich gesagt, eigentlich sehe ich es schon. Also kannst du ja mal so, ich versuche mal zu dengeln, kannst du mal so die Lampe halten gerade? Ne? Ja. Die Lampe? Also, weil ich kann es eigentlich ehrlich gesagt genau an der Stelle auch drücken, weißt du? Wie so ein Beulendoktor. Ja, ich sehe, wo du warst. Wir müssen aber tiefer an der Naht und wieder dichter an die Naht. Also du hast jetzt einfach nur das Auto quasi, das Seitenteil. Okay, also wir müssen mehr die Naht raus. Die Naht raus, genau. Aber schon da sonst zu der Punkt? Ja, ein bisschen weiter nach unten, aber sonst ist es okay. Unten heißt denn die Naht nach unten. Echt? Was, okay. Ja, ich denke, wir werden das da an der Stelle nicht zu 100%. Das ist immer noch zu viel. Erstmal maximal vorsichtig, ne? Aber die Punkte habe ich gerade schon rausgeschlagen. Ja. Problem ist, wir dürfen jetzt auch noch nicht fertig machen, weil es wird beim Schweißen wieder einfallen, weißt du? Ja, ja, klar. Oh, löten meine ich. Und hier müssen wir jetzt ja quasi eigentlich gar nichts mehr machen, wenn wir das jetzt noch ein bisschen spotten. Also würde ich jetzt mal probieren, wie es ja, so kommt. Ja. Hier oben ein bisschen, da unten ein bisschen, dann ist das schon weg. Aber die Stelle, die muss ja eigentlich schon noch nachgelötet werden. Ja, oder richtig rausgekloppt. Ja, aber da ist trotzdem so ein Lunker, oder? Meinst du nicht? Da würde ich schon gerne noch. Oder? Ach so, wobei hier siehst du ja, wo ich hier schon gekloppt habe, ne? Genau, und die Ecke ist ja auch noch. Also hier müssen wir schon noch. Also hier habe ich ja schon, da habe ich ja schon gelötet. Aber warte mal, gib mir mal den einen da. Da will ich nochmal einmal kurz gucken. Ich sehe jetzt ja, wo ich vorher. Also da, wo die kleinen Bäuchchen waren, ne? Ja. Wir müssen nach hier, ne? Minimal. Genau, ein bisschen nach oben und. 3 mm der Naht weiter nach unten. Ja, warte mal. Das ist schon eher zu viel. Das bringt jetzt auch an der Stelle nichts. Ich hobel es immer dünner, aber die Stelle, die wir brauchen, putze ich gar nicht. Gerade die Naht raus? Nee, die Naht, genau. So nicht zum Erfolg. So lassen. Ich würde jetzt nicht noch 60 Mal drauf rumholen. Dann spott. Spotter heißt eigentlich nur Punktschweißen? Genau. Als Kupferdreieck schweißt sich selber an, quasi schlägst gegen den Anschlag. Das ist bei so dünnem Blech relativ weich und dann drehst du ihn dir so ab wieder. Also einfach nur an Punkten ziehen abdrehen. Ja. Gibt es in verschiedenen Ausbaustufen für größere Kratzerdellen, wie auch immer. Das ist jetzt hier so für punktuelle Sachen, aber eigentlich ganz geil. Aber das sind die Sachen, was die wenigsten beim Korsettbau machen. Da ja, wird einfach eingeschweißt, dann kommt am Ende mit Glück Zinn rüber, mit Pech einfach gemacht und fertig. Ja, ne? Kann man ja auch so machen, aber Spachtel ist auch mal das Problem, so eine Stelle wird halt mit Pech einfallen, wenn du viel spachtelst. Ne? Aber wenn du jetzt länger am Hebel ziehst, dann schweißt du auch stärker? Das weiß ich nicht, ich kenne das Gerät nicht. Das Gerät, was wir auf Arbeit haben, würde dann länger schweißen und dann ist halt, je dünner das Blech ist, auch mal schnell ein Loch drin. Noch drin, ne? Ich wollte es jetzt nicht testen. Ja,
sondern dadurch, dass du halt bei kein Draht reinschiebst, sondern es nur anpunkt, das hast du halt auch kaum Auftrag. Ne? Deswegen kannst du es einfach runter. Ja, genau. Eigentlich klebt es nur so mehr oder weniger an. Ne? Also das Kupfer opfert man halt Stück für Stück. Deswegen kann man das dann drehen. Ja. Ist auf jeden Fall so gegenüber von innen schlagen eigentlich die... Genau, wir werden nur nicht schaffen, die Naht damit zu ziehen. Mhm. Weißt du, deswegen war das schon grundsätzlich nicht falsch. Aber dass jetzt, vor und dann hinter der Naht noch zu tief ist, das kriegen wir damit jetzt eigentlich ganz gut raus. Ja, krass, wie manche Bereiche echt hartnäckig sind. Ne? Ja, ist echt hart an der Stelle. Also man sieht jetzt halt, wenn der Punkt, nachdem Mario das rüber gehobelt hat, immer noch matt ist und nicht angeschliffen, heißt das, dass es immer noch tiefer ist. Und dementsprechend man ja noch nicht mal über den Schweißpunkt rüberkommt. Ne? Ja, aber ich glaube, da brauchst du dich mit verstecken hier. Wir sind noch in der Lernphase. Ja, hier für die erste Naht jetzt. So ist das schon. Klar, man fürs eigene Gewissen will man jetzt natürlich nochmal anfangen und hier und da und da und da. Ne? Und am Ende ist es so dünn und so dünn geschliffen, dass man es einfach hätte sein lassen sollen. Aber es ist schon echt wenig. Und ich behaupte mal ehrlich gesagt auch, hätten wir normalen Draht genommen, würde man das nicht so gut geschlagen kriegen. Also ich glaube, dass das ganz... Mehr härter, ne? Ja, dass das schon deutlich härter ist, bis du auf so einer Schweißnaht rumklopfst und da tut sich überhaupt noch irgendwas, ne? Aber jetzt trotzdem Schicht Zinn, ne? Ich würde jetzt fürs Gewissen einmal, oder? Ja, ich finde alleine, weil Zinn immer geiler aussieht. Ich finde, Zinn sieht immer geiler aus, weil das sieht dann so richtig schön aus und wenn Zinn einmal drauf ist, der ist dann eigentlich für immer drauf, ne? Deswegen lassen Sie ihn ruhig mal einmal noch eine kleine Naht drauflegen. Die Paste, die ihr drauf gemacht hast, ist jetzt... Ja, die ätzt und macht gleich so einen Weichlotfilm, ne? Dass sie gleich... Weil hiermit gehen wir jetzt ja definitiv nicht ins Material, sondern das ist ja wirklich nur... Nur drauf. Genau. Weil ich habe damals immer mit Flamme. Ja, wollte ich jetzt hier wieder aus Temperaturgründen nicht machen, weil die Stelle auch nicht so groß ist. Also Heißluftföhn war, hat mir immer zu lange gedauert. Aber die Paste, die habe ich immer einmal tatsächlich mit dem Brenner heiß gemacht und abgewischt dann. Ja, ist auch eigentlich, also ich mache es jetzt mit dem Kolben nicht, aber mit dem Brenner hätte ich es auch so gemacht. So. Jetzt ist im Prinzip das Material, sag ich mal, angeätzt und aber mit dem Kolben, hat dein Vater schon gelötet, ne? Geht's ja, hin? Der ist echt, müssen wir aufpassen, ist ja Fernsehen dabei hier, aber... Ich hätte gerade fast in der deutschen Geschichte was erzählt. Gefühlt, ja. Aber wie gesagt, hinter. Ja, den siehst du richtig auf dem Stromzähler hier. Licht flackert schon. Ich werde bei Zinn werde ich nie vergessen, wie ich wie ein Weltmeister in diesem Golf 1 rumgezinnt habe. Jo, ich werde das auch nicht vergessen. Jede Stelle, links, rechts, vorne, hinten, noch ein Loch zugemacht. Vor allem, ich habe in 2er Innenraum ja auch jede Scheiße. Ja, stimmt, da ist ja auch alles gezinnt. Ja. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass er nicht so schwer geworden ist. Na gut, bei Zinn ist ja so das meiste. Bei Zinn ist es jetzt halt so, man versucht natürlich möglichst wenig aufzutragen, nicht um den Zinn zu sparen. Also klar, mittlerweile wird es wahrscheinlich schwer sein, noch Lötzinn zu bekommen. Ja, bleihaltig, also nee, das nicht. Also du kriegst schon noch. Aber es ist halt Gesundheitsthema auch. Ne? Früher war halt gerne bleihaltig, heute oft immer noch. Aber ich weiß, bei uns bei VW zum Beispiel ist es ein Riesenthema, wenn irgendwo Blei drin ist oder so, dann ist es immer gleich krebserregend, bla. Und nee, ich meinte mehr, weil alles, was jetzt zu dick drauf ist, muss halt auch alles hier runter. Ja. Und da macht man sich natürlich das Leben schön einfach. Aber hier sieht man jetzt gerade schön, wenn halt kein Flussmittel da ist, wie wenig es hält. Ja. Also im Vergleich dazu, wie das auf dem Flussmittel hält. Und sonst finde ich persönlich, ist das mit dem Zinn wirklich bis heute underrated. Weil jetzt ja wirklich, gerade jetzt bei solchen Stellen und so, wenn es jetzt eine komplett plane Fläche wäre, wäre es ja noch weniger. Ja, bei so einer komplett planen kann man auch mal guten Brenner nehmen, lässt es ja mehr oder weniger nur reintropfen. Ja. Ne? Jetzt ist der Kolben mal ein bisschen warm, kannst du mal rausziehen bitte.
So hoch kann es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber. Kannst du das theoretisch beliebig oft wieder heiß machen? Ja. Ja. Also, hätte mein Chef, der hat gesagt, es ist so viel Zinn auf der Erde, also nicht zu mir, aber zu den Kollegen, lass uns doch wieder aufsammeln und wieder, das ist natürlich mit Dreck dann immer ein Thema, du hast dann Poren drin, aber theoretisch, wenn wir jetzt sagen, was weiß ich, das ist uns hier ein bisschen zu hoch, dann machen wir es wieder ein bisschen warm und massieren uns das wieder so ein bisschen, also das ist schon echt, ja, schon einfach geil, muss man einfach so sagen. Gibt es da verschiedenen Zinn, der weicher, härter, früher fließt? Ja. Also frag mich nicht wer, wie, wo, wann. Wir haben jetzt hier, meine ich, welchen gekauft, der irgendwie 200 Grad, 199 stehen, glaube ich, drin. Ist halt umstritten, wenn Herr Schwan das Auto dann in den Ofen packt. Also er fragt immer, ist das Auto verzinnt, zumindest hat das bei uns ja meist gemacht. Dann fährt er meines Wissens den Ofen ein bisschen runter, weil Trauer ist halt, wenn es natürlich wieder rausläuft, dann haben wir nichts gewonnen. Ja, aber mit 200 Grad, also wenn der Zinn bei der Analyse vorher, ist auf jeden Fall alles weg. Da deswegen, ist er weg. Deswegen da war da auch keiner drauf, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch Zinn drauf da war. Da ist er weg. Bei deinem Brand vom Auto war er ja auch weg. Ja. Gut, wobei, der hat er teilweise drauf. Ja? Also je nachdem, wie der Winter stand, gibt es tatsächlich Bereiche, wo er noch da ist. Auf den Seitenteil zum Beispiel, schon noch relativ viel drauf. Ein bisschen Modellierarbeit, ja. Ja, brauche ich nicht so viel schleifen. Weil man kann das schon relativ fein so... Ja, ja. Also mit dem Kolben schon echt cool. Also klar, mit der Flamme hätten wir jetzt schön mit dem Holzkeil dann hingetupft. Aber dann wäre halt alles kochend heiß gewesen, ne? Mhm. Schon deutlich filigraner. Ja, für so eine kleine Stelle nehme ich halt gern so. Und der ist auch nicht groß, der hat 200 Watt, glaube ich. Ja. Das ist halt beim Zinn immer cool, dass man jetzt beim Hobeln so schnell sieht, wo es trägt, wo es nicht trägt, ob zu viel oder zu wenig. Ja, eigentlich ist das jetzt schon, will ich sagen, idiotensicher, aber wenn wir den jetzt so ein bisschen gebogen einstellen nach Dachrahmen, gutes Ergebnis erzielen, denke ich. Krass, hier sieht man mal, wie dünn das teilweise wird, weil hier in der Mitte kommt tatsächlich schon wieder die Naht durch, ne? Also eigentlich haben wir 2 mm wieder abgeschnitten. Ja, schleifen das gleich noch einmal über. Ich mache jetzt einmal die Kanten. Weil auch hier, ne? Aber genauso soll es ja sein, ne? Wir wollen ja wirklich nur... Nur das, was wir brauchen. Ja, genau, nur Minimum auftragen. Ja, das wird ja, ich denke mal, er wird hier schon noch Spritspachtel hinmachen. Schleifen, füllern. Aber es fühlt sich schon tatsächlich gut an. Ich finde immer, sieht geil aus, die verschiedenen Farben. Das ist so, dass man so wirklich Lech, ja. Zinn, Löt, also Lot hat und somit halt ganz genau weiß, wie wo sich eigentlich das Blech ursprünglich verhält. Ne? Und dadurch, dass das jetzt natürlich nicht so ein perfekter Streifen ist, sondern halt so ein bisschen wie so ein See ist, das zeigt halt unsere Dengelei, wo es ein bisschen tiefer, ein bisschen höher und so weiter ist. Nicht? Also ich würde behaupten, selbst wenn du die Augen zumachst, wird schon schwierig, es zu... erraten. Ja, haben wir ja nur noch drei vor uns. Ja. Zum Glück nur 4 Säulen, nicht 6 Säulen. Vor allem, wenn man das jetzt so geschnitten sieht, denkt man ja, okay, das ist ja schnell gemacht, aber das hat jetzt ja schon echt eine Weile gedauert. Also klar, beim ersten Mal, man gibt sich natürlich auch immer, man versucht das Ganze möglichst schön zu machen, also schön zu machen auch, dass man es filmerisch am besten so sieht. Aber... Dennoch nicht zu unterschätzen. Ja, aber weiß nicht, ich glaube, es ist eine Arbeit, die... Also mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich glaube, Marius macht ja auch ganz gerne. Marius hat immer Bock. Also es gibt Arbeiten schlimmer, ne? Das ist heute für mich immer noch der beste Job, einfach. Er wird auch sterben, leider, Stück für Stück, wenn wir Kunststoffkarossen kriegen oder... Was? Ich habe neulich gesehen, es gibt so ein Start-up, das baut so recycelbare Karossen, die schredderst du und druckst du neu oder so. Ja, da wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren was tun, aber... Das Einzige, was ich an Blecharbeiten nicht geil finde, ist, es ist nicht gesellig, es ist nicht social kompatibel. Ne? Genau, also du schwitzt, kriegst Pickel. Man hat Kopfhörer auf, man kann sich nicht unterhalten, Kompressor läuft, dies, das, jedes, so weiter. Das ist das Einzige. Sonst muss ich auch sagen, dass es mir wirklich Spaß macht.
Weil man kann sich halt so in so Details halt wirklich dann am Ende verlieren. Überlege, was mit diesen Nasen noch ist. Bei VW werden die eigentlich umgelegt. Müsstest du Max nochmal fragen. Ja, oder ist es eine Hilfe, eine Produktionshilfe, die einfach abgeschnitten wird? Ja, ja klar, weil umlegen geht er nicht, ne? Nee, deswegen wegen dieser Himmelleiste, ne? Ja. Aber vorne hat er die, glaube ich, auch. Ja, okay. Nö, also ich find's geil. Ich sage, da wird so nie wieder irgendwas passieren. Ein bisschen Spachtel und los geht's. Bestmöglich rausgeholt. Ja, bestmöglich vielleicht nicht, aber... Ja, aber für uns also jetzt so. Also in der Polizei 5 früher kam jetzt so ein Qualitätsregelkreisler, hieß der, mit so einem Abziehstein. Und der hat dann so... Hat nochmal geguckt. Ja, dann, aber und hat dann Andy hochgestimmt und hat gesagt, Nacharbeit. Also mit den Steinen, um auch dann wieder zu gucken, wie die Oberfläche sich kratzt. Ja, ja, das Ding habe ich in diesen Holzklotz genommen. Das ist nur eine Dachlatte, ja, aber damit... sieht man schon, dass man, also zu hoch ist für einen Lackierer ja immer der Tod. Ne, das ist jetzt, würde ich sagen, so müh zu tief. Aber wie gesagt, wenn der da einmal Spritzspachtel drüber und den auch nochmal mit dem Klotz, ist das top. Nein, nein, für die erste Seite, die anderen, ich finde schon. Ja. Also, nee, das muss ich auch sagen. Dafür, dass wir es halt auch rausgetrieben haben, da sieht man jetzt ja das Ergebnis, wie wenig Zinn es dann doch ist. Ich ahne, weil das ist ja ganz wenig Zinn wirklich hier nur noch drauf. Ja, ne? Das ist müh. Ja, jetzt machen wir erstmal alle anderen Säulen und dann mal gucken, wie es mit der Karosse weitergeht.